Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Es wird ernst. Und ich meine nicht den Ernst, der 3 Jahre alt ist, sondern es wird richtig ernst. Wir schießen das Ding jetzt hoch und hoffen einfach, dass es irgendwie da oben ankommt. Los geht's. So. Schieß das Ding mal hoch. Aber es geht eigentlich ganz gut für das, dass es so schwer ist. Klingt eigentlich schön. Bisher. Ich meine, mal gucken, was passiert, wenn die Booster leer sind. Das wird dann noch eine andere Geschichte werden. Aber wir sind dann hoffentlich auch ein bisschen weiter oben, ein bisschen leichter. Wir haben schon ein bisschen Geschwindigkeit dann. Wir hoffen einfach mal, dass es einigermaßen klappt. Okay, und wir haben die Schallgeschwindigkeit gleich. Das hätten wir schon mal. Wir schauen mal, dass wir möglichst wenig verschwenden, wenn es irgendwie geht. Oh, das ist ja cool. Ich kann das ja ziemlich komplett abschalten. Ich kann das komplett abschalten. Okay, also die Booster bringen uns ja schon fast hoch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was? Oh nein, es wobbelt zu sehr. Oh nein, da ist was passiert. Oh nein. Okay, wie auch immer. Oh Gott. Irgendwas ist da drinnen passiert. Wir müssen das zurücksetzen. Das macht keinen Sinn, auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Wir müssen direkt da die Autostreben einziehen. Alles andere macht keinen Sinn. So. Autostrebe. Spätestes Teil. Also erstmal von unten anfangen, oder? Wir fangen von unten an. Autostrebe. Ja, okay. Ja, gut. Ja. Wir könnten schwerstes Teil erstmal nehmen. Dann Autostrebe, Verankerung. Machen wir wieder erstes Teil. Dann machen wir wieder Verankerung. So. Dann hier Autostrebe. Verankerung unbedingt. Wir können mal erstes Teil hier machen. Dann hier Autostrebe. Verankerung. Autostrebe, Verankerung. So. Dann hier nochmal Autostrebe, Ankerung, hier Autostrebe, ah, Moment, erstes Teil, hier Autostrebe, schwerstes Teil, okay, ich hoffe einfach, so funktioniert es dann besser. Ab auf die Startbahn, Rampe, Startrampe. Okay, ich hoffe, es passiert nicht wieder irgend so ein Unglück. So. Also es sollte jetzt da drin weniger wobbeln und dann sollte es auch gehen. So, Feuer frei. Jetzt schon zurückdrehen, oder? Die Booster, die bringen uns echt hoch raus. Die Booster bringen uns echt hoch raus. Die sind wahnsinnig gut, die Booster, wenn wir ehrlich sind. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass die so gut sind. Wir haben halt auch einfach die besten dran geschraubt. Scheiß aufs Geld. Einfach hoch mit dem Scheiß. Einfach hoch damit. Ab ins All. Okay.
Gut, die Booster sind gleich weg. Dann müssen wir umschalten wieder aufs andere Triebwerk. Aber guck mal, wo wir hier schon sind. Wir sind schon auf 60 Kilometer, wo wir dann hochschießen werden. 70, 80. Das ist schon geil. Also, mal kurz ein bisschen, dass wir hier wegkommen von dem Zeug. Genau, das hat ja sehr gut funktioniert alles. Einmal frei. Gut. Okay, würde sagen, wir lassen das Ding einfach erstmal hochschießen auf diese Kilometerzahl, die jetzt ja zwar ein bisschen sinkt, aber dann sind wir im Endeffekt, glaube ich, am effektivsten, wenn wir da oben... Oder wie ist denn die ESP von dem Ding? Kann man das hier nochmal sehen eigentlich? Wie sich das im Weltall verhält? Ist es im Weltall schlechter als... Kann ich mir fast nicht vorstellen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Deswegen, so, machen wir diesen hier. Oh, wir sind ein bisschen schief gekommen, ne? Kann das sein? Also minimal? So, entfalten. Schon mal weg damit. Dann können wir ja auch sehen, was hier unten passiert tatsächlich. So. Los geht's. Das Ding wobbelt ein bisschen, aber okay. Es ist halt auch sehr lang, muss man auch sagen dazu. Es ist halt sehr lang. Gefällt mir ganz gut so. Fällt mir nicht mehr so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber es geht. Ich glaube, es geht. Ich bin der festen Überzeugung, das geht. Dann muss es klappen. So. Nein, ich war nicht der festen Überzeugung, dass es geht, aber ich rede es jetzt mir einfach mal ein. Ich hätte einfach noch vielleicht ein bisschen höher rausbeschleunigen sollen, also dass wir noch ein bisschen höher fliegen tatsächlich. Weil wir halt jetzt schon wieder sehr fallen, weil das Triebwerk doch nicht ganz so geil ist, aber es müsste eigentlich trotzdem reichen. Es müsste eigentlich, na, ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann versuchen wir es einfach mit einem anderen Triebwerk. Wobei das wahrscheinlich noch schlechter sein wird. Wir haben es aber bald. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Okay. Voll das Bananengerät. Na, was soll's. So. Karte. Ja, das haben wir gedacht. Manöver. In diese Richtung. Wenn das geht. Ja. Geht. Okay. Warte mal. So. Ja, es ist nicht so geil, aber was soll's. Immer 60. Da sind wir jetzt momentan. Okay. Ja, ich glaube, es passt schon. Das geht.
Oh Mann. Wir machen dann hier einfach nochmal einen kurzen Burn und dann passt das schon. Nehmen wir hinzufügen. So. Ja, okay. Das geht jetzt nicht mit dem Manöver, weil das wieder. Ja. So. Ach, was soll's. Wir fliegen einfach dahin. Ja, vorspulen. Ich meine, wir werden da jetzt nicht abstürzen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wir werden auch nicht verglühen. Das ist auch sehr unwahrscheinlich. Da wird überhaupt nichts passieren, meiner Meinung nach. Denn wir haben ja den tiefsten Punkt eigentlich schon wieder überschritten. Wir sind ja jetzt schon wieder am Steigen. Da passiert überhaupt nichts. Okay. So, sind wir jetzt mal aus dem Dingens raus? Oder wie sieht's aus? Ja, okay. Jetzt geht's. Hier vorspulen. Zack. Einmal rum um die Bohne. In die richtige Richtung ausrichten. Wie sieht's hier aus? Einmal frei. Wir haben noch ordentlich was mit. Gut. Und dann brennen wir hier einfach mal kurz ein bisschen was und dann passt das schon. Haha, was für ein Riesengerät. Also, ich meine, das sind 80 Tonnen, oder? Irgend sowas. Oder? Ich glaube schon. Oder nee, sind's nicht. Sind's nicht? Sind keine 80 Tonnen, weil das hier hat ja war auch doppelt drin. Ja, okay, stimmt. Sind's nicht. Okay, was soll's. So, dann ein Manöver. Manöver hinzufügen. Ah, das ist nicht ganz da, wo es sein muss. Hier muss es sein. Ah, sind wir natürlich deutlich schlechter wieder. Aber wir bekommen einen Encounter-Sieg da. Wunderbar. Okay, alles klar. Dann hin. Hin, hin, hin. So. Dann muss man hier noch ein bisschen Gas geben, würde ich sagen. Dann versuchen wir das hier nochmal. Wie bewegt sich das? Ja. Hier nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Warte mal, wie fliegt das Ding? Das fliegt so rum, ne? Ja. Genau, es zieht ja immer einen Schweif hinter sich hier. Wir treffen da sogar relativ gut hin. Das passt. Das ist echt super. Alles klar. Ja, denn. Dann mal hinter. Sehr, sehr geil. Und gleich sehen wir es wieder ein bisschen wobbeln, würde ich sagen. Oder nicht. Oder auch nicht. Kann sein, dass es auch ohne wobbeln geht. So, eine Drehung bitte. Sehr cool. Der Treibstoff ist ein bisschen knapp, müsste aber reichen eigentlich. Oder? Ah, oder? Er ist ein bisschen knapp. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Er ist ein bisschen knapp. Er ist ein bisschen sehr knapp, wenn ich ehrlich bin. Uff, mal schauen. Wir versuchen. Oh Gott, es wobbelt. Wir versuchen das Beste irgendwie rauszuholen. Jetzt, das hätte ich nicht gedacht, dass es so knapp wird. Eigentlich hätte ich erwartet, dass es nicht so knapp wird. Das Problem ist, ich musste relativ viel brennen, um hier den Orbit zu komplettieren tatsächlich. Das, glaube ich, war das Problem. Na, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie was erreichen können. Na, das Ding fliegt sich, als ob es sehr stark wobbeln würde. Ich gehe mal davon aus, dass es das auch tut. So, ich möchte auf keinen Fall zu viel Treibstoff verschwenden. Auf keinen Fall. Deswegen muss das so genau wie möglich irgendwie funktionieren. Ja.
Und dann haben wir nur noch 50 Meter mit. Das wird nicht reichen für den Orbit. Das weiß ich jetzt schon. Nur hinzufügen. Ja, das reicht bei weitem nicht. Reicht überhaupt nicht. Kannst du total knicken. Das habe ich mir schon. Das habe ich schon befürchtet, ganz ehrlich. Fahrzeugbau, Start. Auf Start. Komm auf Start. Das geht. Das geht mit dem Ding. Ich bin mir sicher, das geht. Man muss es nur richtig fliegen, was ich nicht getan habe. Es geht. 100 Pro. Das geht. 100 Pro. Das geht. Man muss es einfach nur richtig fliegen. Und das habe ich nicht getan. So. Also. Feuer frei. Wir versuchen es einfach nochmal. Und Schubgewicht. Ich versuche das mal einfach mal ein bisschen. Unten zu halten auf 1,6, 1,5 oder so, aber weiter runter geht es nicht. Also ich habe jetzt schon komplett aus. Das Triebwerk ist komplett aus, das Haupttriebwerk. Wir hatten ja das Problem eigentlich auch gar nicht, dass da zu wenig Sprit drin war. Wir hatten nur das Problem, dass ich ein bisschen zu erstens mal zu spät gezündet habe und zweitens mal nicht hoch genug raus bin tatsächlich am Anfang, denn ich brauchte da ein bisschen mehr Vorlauf, ein bisschen mehr Zeit, um den Orbit zu erreichen. Das war ein bisschen das Problem. Wir könnten auch hier schon direkt ein bisschen flacher fliegen, dann würde das vielleicht auch helfen tatsächlich. Wenn wir hier einfach noch ein bisschen mehr flach, ein bisschen flacher rauskommen würden, dann würde das vielleicht sogar gehen. So, und jetzt lasse ich einfach das SAS für mich arbeiten, lasse das Ding stabil fliegen und dann gucken wir mal, wie sich so ergibt. So. Gut. Diesmal sind wir nicht über die 70 Kilometer rausgekommen tatsächlich. Aber jetzt hätten wir es. Jetzt sind wir über die 70 draußen. Jetzt brenne ich einfach weiter in die Richtung, würde ich sagen. Denn wir hatten eigentlich genügend Sprit dabei. Nur das Problem war, dass wir eben nicht hoch genug rausgekommen sind. Beziehungsweise, dass ich nicht früh genug tatsächlich das Triebwerk wieder angeschaltet habe. Das war das Problem. Aber das sollte kein Thema sein. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Das hier können wir, denke ich, getrost wegwerfen. Wir sind über die 50 Kilometer drüber. Wir haben die Umlaufbahngeschwindigkeiten noch nicht erreicht. Das heißt, da passiert überhaupt nichts mehr, da wird überhaupt nichts mehr warm. Das ist alles super, alles schön. Okay, so. Was mir nicht gefällt. So. Jetzt mal hier die Zeit hier ein bisschen kürzen. Also ich möchte nicht eine Minute tatsächlich brauchen bis dahin. Ich möchte aber nicht, dass es jetzt unbedingt unter die 30 Sekunden dann fällt. Na, werde ich nicht schaffen wahrscheinlich. Werde ich so nicht schaffen, denke ich. Na gut, weil ich müsste ja dann oberhalb von der Linie, wo wir momentan hinfliegen, hinzielen. Okay, na gut, was soll's. Was soll's. Wir lassen das mal nochmal ein bisschen auf uns zukommen. Was soll's. Dann machen wir es halt. Machen wir es wie es. Ja, individuell, ne? Individuell. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das wird schon irgendwie. Und wenn ich jetzt die Nase hier ober unsere Flugrichtung ziele, dann müsstest eigentlich mit der Minus hier langsam, müsste die langsamer nach unten gehen, als es tatsächlich gefallen ist. Minus 15. Bleibt es auf minus 15 stehen. Sehr gut. Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Es wird sogar noch höher. Es wird höher. Das ist eher nicht so gut, aber minus 17, minus 18. Okay. Minus 19. Ich denke,
Also diesmal ist es wesentlich besser als beim letzten Mal. So viel steht mal ganz klar fest. Okay, müssen wir ein bisschen mehr in die Richtung. Aber wir haben es gleich. Und der Treibstoff hier ist auch fast zu Ende. Das, was wir letztes Mal mit dem anderen Tank schon rausgeblasen haben, tatsächlich, haben wir jetzt mit diesem hier so gut wie erledigt. So, absprengen, Feuer frei, komplett machen, passt. Wesentlich schönerer Orbit als vorher. Okay, gut. Wesentlich schönerer Orbit als vorher. Also, wesentlich niedriger vor allem halt auch. So ungefähr würde ich sagen. Und dann mal, wie mal Gummi. Huch, war schon zu viel. Aber wir sehen jetzt, dieses Mal haben wir 1000 mit. Letztes Mal hatten wir halt deutlich weniger dabei. Wie muss ich denn? So. Ich habe viel zu viel Gas gegeben, ne? Ich habe viel zu viel Gas gegeben. Okay, hier muss ich auch ein bisschen mehr Gas tatsächlich geben. Ja, was soll's. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns mal hier, das ist diese Perspektive an. Da sieht es doch deutlich besser aus. Da können wir doch deutlich mehr sagen dazu. Also so wird es schlechter, so wird es erstmal besser. So wird es sogar sehr gut eigentlich. So. Dann können wir nämlich hier sogar ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Okay. So machen wir das. So fliegen wir da mal hin. Alles klar. Und dann haben wir auch noch 200 sowas dabei. Okay. Ob das für einen Orbit reicht? Ich hoffe es einfach. Wir werden es sehen. Wenn nicht, dann habe ich die Rakete tatsächlich ein bisschen zu klein gebaut, weil ich mit dem Orbit nicht gerechnet habe. Aber ich meine, mit den 900 war jetzt nicht so verkehrt, was ich hier aufgeschrieben habe, tatsächlich, was man braucht, um zum Moon zu kommen. Also das stimmt schon mal. Nur den Orbit habe ich halt nicht mit drin, tatsächlich. Das ist so ein bisschen ein Problem, aber was soll's. Das wird schon irgendwie. So. Oh Gott, das wobbelt. Okay, wir gucken uns das Ganze von hier aus an. Oder? Wobbeln ein bisschen zugucken? Nee. Nee. Naja, das wird alles irgendwie werden. Okay. Halt viel zu sehr. Und ich verstehe gerade auch nicht warum. Ich habe 1000 Autostreben drin. Eigentlich sollte da gar nichts wobbeln. Okay, jetzt langsam. Hier mal ein bisschen anpassen. So würde ich sagen, tatsächlich. Ich richte das Ding schon mal drauf aus. Wie sieht es mit dem Treibstoff allgemein aus? Naja. Das müssen wir halt eigentlich damit noch machen. Das hilft nichts. Hm.
ich denke, besser wird's nicht. Ich denke, besser wird's nicht. Okay, und jetzt müssen wir hier mal gucken. Aber hinzufügen. So. Okay, ja, das klappt. Das klappt. Wir haben noch ein bisschen was dabei. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir machen es einfach erstmal so. Oder machen wir schon direkt... Mal schon direkt so... Wohin gehen? Machen wir mal direkt so. Und dann... Ja gut, den Rest den machen wir, wenn es soweit ist. Rückläufig ausrichten auf jeden Fall. Dahin hinspulen. Okay. Oh Mann. Cool. Das geht. Sehr geil. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. So. Und wie gesagt, mit dem Empfang hatte ich jetzt nie irgendwie Bedenken, dass das nicht geht, denn wir haben eigentlich überall genügend Satelliten, dass es kein Thema sein sollte. 13 Sekunden Brenndauer, da können wir noch ein bisschen vorspulen, würde ich sagen. So. Okay. Dann gib mal alles. Okay. Ich möchte es halt... Oh, warte mal. So effizient wie irgendwie möglich machen, tatsächlich. Ja, schaffen wir auf jeden Fall nicht in der Umdrehung, aber wir haben noch ein bisschen was haben wir noch mit dabei. Das ist jetzt nicht so viel, aber es könnte gerade so reichen, dass wir da irgendwie noch was mit dem... Oh Mann, ich muss ja den Rest auch entsorgen noch tatsächlich. Aber vielleicht mache ich das auch einfach mit den Müllmann. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch, wenn ich es dann einfach mit dem Müllmann mache, dann hat sich das Thema auch so gut wie erledigt. Okay. So, passt. Und dann machen wir Manöver hinzufügen. Ah, oh, guck an, das ist sogar schon mal sehr gut. Na. Ja. Ach, komm, ich glaube, das passt so. Wir machen hier 0 tatsächlich. Das war doof. Das passt so. 4,8 Kilometer, 1,8 Meter pro Sekunde. Das ist jetzt nicht viel. Das müsste gehen. Okay. Da sind wir mal gespannt. Es müssten zwei, also es müsste jetzt eine Umdrehung sein, eine komplette und nochmal so ein bisschen was, also eben bis zum Manöverpunkt hin und dann würde das gehen. So. Jetzt muss ich das ganze Ding erstmal wieder ein bisschen ausrichten. Ach Gott. Aber ich habe zum Glück ein bisschen was an RCS-Fuel dabei. Und es dreht sich eigentlich auch schön. Also ich meine, es braucht einen Haufen Strom, aber wir haben zum Glück einen Haufen Strom mit, eben weil das Ding sowieso einen Haufen Strom frisst. Von daher müsste das... Oder haben wir da... Ja, hier halt, ne? Hier ist haufenweise Strom drin. Ansonsten haben wir gar nicht so viel mit, sehe ich gerade.
Aber hier ist halt ein bisschen was drin tatsächlich. Da haben wir ein bisschen was reingesteckt. Das müsste gehen. So. Ich fange jetzt einfach schon mal an. Oh, Moment. Ich möchte das gerne beobachten. Moment, ich muss das. Okay. Passt. Gut. 2,5 Meter pro Sekunde sind es Unterschied. Wir fliegen da einfach mal hin, würde ich sagen. Hier hervorspulen und dann müssen wir uns aufs Ziel ausrichten tatsächlich. Ich schalte hier schon mal um und hier auch. Wir müssen mal aufs Ziel uns ausrichten. Müssen mal gucken, wo die Reise hingeht. Da unten ist unser Ziel. Wir sind noch vor dem Punkt, ne? Wir sind noch gut vor dem Punkt. Kann ich da drauf irgendwie mich zentrieren? Nö. Nö, kann ich nicht. Okay. Wie auch immer. Okay, macht nichts. Wo fliegen wir denn momentan überhaupt hin? Wie viel habe ich mit? 42 habe ich noch mit. Okay. Wo ist das Ziel? Das Ziel ist da oben irgendwo, oder? Das Ziel ist da. Okay, dann müssen wir da ein bisschen drüber halten. Bisschen drüber halten. Also das ist natürlich gut gesagt. So, jetzt fliegen wir wieder Richtung Ziel. Das war meine Idee hinter dem Ganzen. Und jetzt haben wir hier einen Schnittpunkt von 2,6 Kilometer. Hier vorspulen. Dann geht es ein bisschen schneller, dann müssen wir uns nicht irgendwie das Ganze mit angucken. Wir kommen dem Ganzen näher, aber eben noch nicht nahe genug. Wir müssen dann nochmal korrigieren. Aber wir haben halt nicht mehr so unendlich viel Treibstoff mit. Das ist ein bisschen schade, aber kein Problem, glaube ich. Ich glaube, das geht. Ich glaube, wir bekommen das hin. Da muss ich nur vorsichtig rantasten, dann braucht man nicht so viel Treibstoff, dann funktioniert das Ganze auch. So. Okay. Dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. 0,8 Kilometer. Hier hervorspulen. Dauert halt ein bisschen länger, aber hey. Das wird schon. So. Dann mal in diese Richtung noch mal ein bisschen. Huch, das war ein bisschen viel. Das wollte ich so nicht. Aber gut. Nee, das ist nicht schön. Aber ich könnte mal das ACS einschalten eigentlich. Und wir könnten das dann mit dem ACS vielleicht machen. Vielleicht geht das dann schöner. Wenn ich einfach mit dem ACS mal so ein bisschen... ACS. Oh, das da hinten ist ja... Moment. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, muss ich jetzt hier für alle einzeln? Das ist doch sowas von bescheuert. Okay.
Gerade wenn es halt ein Gefährt ist, das ein bisschen sich bewegt, also ein bisschen in sich instabil ist, so ein bisschen wobbelt, dann braucht es halt wahnsinnig viel ACS. Das ist nicht schön. So, machen wir das doch einfach mal so. Dann bewegen wir uns ziemlich genau aufs Ziel zu. Und das, ja, 0,1 Kilometer. Hier vorspulen, wir spulen wieder ein bisschen vor. Gucken wir uns das mal von hier an. Wir nähern uns schön der Station. Wir sind ungefähr genauso groß wie die Station. Okay, alles klar. So, jetzt will ich auf jeden Fall sagen, wir müssen abbremsen. Oh, falsche Richtung. So. Okay. Gut. Wie ist das alles zusammengedockt? Hier. Okay. Ich kann ja nur von hier steuern tatsächlich. Das heißt. Oh. Ich muss zuerst hier abdocken. Sonst funktioniert es nicht, ne? Aber ich muss hier vier gleichzeitig abdocken, ob das funktioniert. Oh Gott, ob das funktioniert. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Das war jetzt nicht so die beste Idee, glaube ich. Moment, ich mache mal eben einen Save. Man weiß ja nie, was passiert. Spiel wird gespeichert. Speichern. So. Huch, das fliegt ja weg. Das fliegt ja weg. Das ist jetzt nicht so geil. Okay. Und es hat kein ACS, nichts dabei, dass das irgendwie stabilisieren würde. Oh Gott, das wird interessant. Okay. Das Ziel setzen. Hier muss ich natürlich einschalten. Das dreht sich zu sehr. Das dreht sich zu sehr. Moment, erstmal. Gott. Nein. Es dreht sich halt einfach viel zu sehr. Aber ein Glück ist es so, dass es nicht besonders schwer ist. Das könnte also gehen, dass ich das tatsächlich mit dem Magneten stoppe. Was habe ich mir dabei gedacht? Okay, das ist abgebrochen offensichtlich. Oder wie auch immer. Oder war es nie befestigt? Keine Ahnung. Okay. Ich komme halt einfach nicht hin. Ich komme halt einfach nicht hin. Nee, der Magnet funktioniert noch nicht.
Das ist ein Problem. Gehen wir dem ganzen Ding einfach mal nochmal in die Umdrehung. Wir gucken mal. Oh Gott. Ich bewege mich halt. Oh Gott, und da fliegt das nächste Teil. Wieso? Wieso macht es das? Wieso macht es das? Okay, das habe ich schon mal. Oh Gott. Komm, was soll es weg damit? Die nächsten zwei, die wegfliegen. Ach du Kacke. Oh, das ist ja super geil. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann. Aber die drehen sich wenigstens nicht so. Und hier steuern. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Dass alles einfach hier oben dann rumfliegt. Eie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 i. Ich hatte gedacht, ich kann das vielleicht dann trotzdem einzeln halt dann abholen, dass die unten halt einfach verbunden bleiben. Aber anscheinend, wenn ich das oben locker mache, dann ist einfach alles egal. Dann sind die unten anscheinend auch egal, nicht mehr verbunden. Keine Ahnung. Weiß nicht, was da passiert ist. Dann machen wir erstmal eins ran, dann machen wir das andere auf die andere Seite dran und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, erstmal vielleicht drehen. So. Ich meine, wir hätten es auch da dran machen können, oder? Das wäre vielleicht noch geiler gewesen. Ja, was soll's. Okay. Möchte gerne abkoppeln. Hier, abdocken. Okay. Huch. Das SAS ist aus. Oh Gott. Ich kann es nicht mal das Ziel setzen. Das ist ja super dämlich eigentlich. Ja, und das Ding ist auch wieder verstellt. Da wäre es gewesen. So, jetzt aber.
So. Das ist super bescheuert, dass im Endeffekt 3 von 4 einfach jetzt wegfliegen. Das war so definitiv nicht geplant. Nein, ich kann von der Seite gar nicht. Da ist das die andere Brücke noch dran. Keine Ahnung wieso. Das hat sich irgendwie wahrscheinlich nie verbunden so richtig. Das ist das Problem. Okay, gut. Das war ein Konstruktionsfehler offensichtlich. Okay, dann müssen wir das beim nächsten Mal, dass das nicht funktioniert. Dass man nicht irgendwie 4 Teile so dran bauen kann, dass die auf beiden Seiten verbunden sind. Die müssen tatsächlich dann alle auf einer Seite nur verbunden sein. Also die letzte Instanz oben sein tatsächlich, wenn man mehr von irgendwas mitnehmen will. Das ist nicht schön. Okay. So, haben wir das nächste eingefangen, dann können wir das hier schon mal abdocken. Das ist ja total bescheuert. Knoten entkoppeln. Tschüss. So. Von hier steuern. Okay, dann sammeln wir das nächste ein tatsächlich. Als Ziel setzen. Das war so nicht geplant, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht so geplant. Könnt ihr euch ja vorstellen. Eigentlich wollte ich die echt separat einzeln abdocken und dann schön so, jawohl, jetzt kriegen wir das denn, jetzt kriegen wir das denn. Aber so wollte das Spiel nicht. Okay, ich habe noch genügend Strom dabei, ich habe noch genügend Monotreibstoff da, es ist alles in Ordnung. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ein bisschen hinfliegen wir natürlich schon. Na, bist du mal magnetisch? Oder muss ich mich besser ausrichten? Ich muss mich, glaube ich, besser ausrichten. Das ist schade. Also, erstmal nochmal zurück. Das dreht sich aber auch, oder?
Und zack, lingelingeling, da haben wir's. Hier kommt der Eiermann. Und hier müssen wir eigentlich echt Knoten entkuppeln. Tschüss, weg damit. Es hat nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Jetzt haben wir die halt nicht so schön angedockt. Wenn ich hier einfach nochmal entkopple. Ich häng's lieber irgendwo dran, bevor ich es entkopple. So. Irgendwo dran. Eigentlich wäre es halt echt. Also das hängt glaube ich nicht so. Na, wobei, in die Richtung geht's ja. Ja gut, eigentlich müssen wir es da ranhängen. Wir haben keinen anderen Platz tatsächlich. Oder warte mal. Habe ich auf der Seite überhaupt eine Luke noch? Ne, habe ich nicht, ne? Habe ich nicht. Das muss also alles an einen Strang. Gut, dann machen wir das so. Dann machen wir das halt so. Ist ja auch kein Thema. Hier habe ich keine Luke auf der Seite, oder? Sehe zumindest keine. Sehe keine. Ich habe nur eine Luke dran gebaut, tatsächlich. Ah, das ist schade. Okay, naja gut, dann könnten wir eigentlich das Ding auch gleich mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Als Ziel setzen, so. Müssen wir erstmal in die Richtung fliegen. Erstmal schön dran vorbei. Oh Mann, das war nicht der Plan. Das war echt nicht so geplant. Aber da ist dann noch eine Luke dran, dann kann ich die hier absprengen. Ah, okay, gut. Das war so nicht geplant. Überhaupt nicht. Vielleicht kann ich die dann auch gleich ein bisschen ausrichten. Dann, ja, ich glaube, das mache ich dann gleich hier. Dann fliege ich die schon mal richtig rum. Dahin würde ich sagen. Okay, so in der Art muss es werden. Oh, warte mal. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Bin voll hohl. So. Machen wir es so, damit man mehr sieht. Also, damit es halt schöner ist zum Angucken. Aber im Endeffekt wird das keinen Unterschied machen. Also, von der Steuerung her für mich. Ducken. Was fliegt da noch? Achso, der Trümmer. Ja, ist klar. Und das sind jetzt wirklich kleine Trümmer. Da müssen wir mit dem Müllmann irgendwie hoffentlich einfangen. Das wird interessant. So, einmal andocken bitte. Hier ist aus. Ding. SA ist aus. So, SA ist wieder an. Und. Ja, ich hätte es ein bisschen schöner ausrichten können, tatsächlich. Oh, ich bin ein bisschen doof. Also, von hier steuern, was hier eigentlich eh klar ist, oder? Abdocken. Ist das jetzt schön ausgerichtet? Ja, ich glaube schon. Was?
Wieso prall ich davon ab? Wieso? Wieso ist das nicht mehr magnetisch? Was ist da los? Muss ich jetzt erstmal ein bisschen wegfliegen vielleicht? Und dann wieder hinfliegen? Macht das Sinn? Ich wollte es doch eigentlich nur ein bisschen schön ausrichten. Ja, jetzt. Man muss ein bisschen wegfliegen. Okay. Von hier steuern. Kamera. So. Schön. Dann hier. Abdocken. Drehen wir uns ein bisschen. Dass hier schön ausgerichtet ist. Besser ist raus, wieder rein. Dann ein bisschen weg. Dann. Ziel setzen und hier steuern und dann wieder hin da. So. Ich glaube, jetzt haben wir es einigermaßen ausgerichtet. Ich glaube, so kann man es gelten lassen. Also, Knoten entkoppeln. So. Gott, ist das ein riesenlanges Teil. Hier. Befehlige. Und hier steuern. Koppelt ganz schön. Ich setze einfach mal das hier als Ziel, einfach nur mal um da hinzufinden, tatsächlich auf dem Nuffball. So. Ah, das wobbelt ein bisschen, ha? Aber kein Problem. Scheiße, wobbelt das. Eieiei, was für eine Banane. Die Banane, diese Banane. Ah ja, okay. So. Erwischt. Oh Gott, wobbelt das. Aber ich glaube, das gehört sich so mit den Andockluken. Die sind halt einfach eigentlich nicht dafür ausgelegt, sowas hier zu betreiben. Sieht es denn aus? Kommen wir schon? Ja, wir kommen locker leicht dran vorbei. Oh Gott. Okay. So,
Ich glaube, den Rest kann tatsächlich die Andockluke. Wie sieht's aus mit der? Ja. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus soweit mit der Drehung. So, wir kommen echt gut rein. So. Solarmodule ausfahren. Ui. Was für eine Station. Oh, wow. Und die einen beschatten die anderen. Toll. Das ist genauso, wie ich es haben wollte. Nicht. Aber gut. Wir können sie ein bisschen drehen. Dann sieht es gleich besser aus. Also für den Moment zumindest. Moment, warte mal. Ja, da war's. Rotiert. So, richtig rumdrehen, damit das Ganze Sinn macht. So. Muss man halt dann jedes Mal wieder aufs Neue ausrichten. Aber so ist doch schön eigentlich. Wir haben nur ein bisschen Verschattung hier von dem Ding, ansonsten ist alles super. Okay. Die Batterie müsste eigentlich auch wieder vollgeladen sein, das ist sehr gut. So, jetzt machen wir hier diesen hier und gucken mal, ob wir hier irgendwo... Wobei, wir haben hier auf jeden Fall Treibstoff da, aber wir können auch den Treibstoff, den wir hier haben, tatsächlich nutzen. Ich glaube, wir lassen das mal noch. So, Kamera ausrichten. Von hier steuern tatsächlich, hier... Abdocken. Okay. Sehr gut. Ja, nach hinten. So, und dann haben wir ja noch diese große Ladung hier, die wir da auch noch irgendwie ein bisschen hinbringen müssen. So. Hier sind halt alle vier Dingens dran, ne? Das ist so bescheuert. Und auf der anderen Seite haben die halt nicht connected. Ich weiß nicht, wie macht man das dann, dass das funktioniert? Kann man das überhaupt irgendwie machen, dass es funktioniert, dass man die connected? Das wäre nämlich schon gut zu wissen irgendwie. Moment, warte mal. Ausrichten. Wir verbinden mal die Schrottteile zusammen. Wir verbinden mal die Schrottteile zusammen. Die wollen wir sowieso dann loswerden. Mann! Ärgert mich, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das erhofft hatte. Jetzt alles aus. Dann ist alles wieder an. Okay. Oh, da warte mal, wir
könnten auch diese Schrottteile. Ich habe hier leider keinen Konnektor dran. Ich würde jetzt sagen, wir fliegen jetzt mit dem Rest einfach nur mal ein bisschen näher ran. Wieso bewegt sich das nach oben, wenn ich in die Richtung drücke? Das ist doch vollkommen untypisch. Da passt doch was nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas passt gerade nicht. Ah, die Steuerung ist komplett invertiert. Ah, okay, jetzt habe ich's. Und wie steuern? Das ist das Problem. Okay. Wir fliegen mal ein bisschen näher dran. Achso. Ich kann es noch gar nicht als Ziel setzen, tatsächlich. Mal ein bisschen vorlegen. No. Kommen wir denn nicht näher? Müssten wir doch. Eigentlich. Hier, als Ziel setzen. So, und jetzt sehen wir auch was. Wohin fliegen? Sehr gut. Denn ich möchte ein bisschen näher ran tatsächlich. Einfach nur, damit ich das Ding nicht so weit schleppen muss. Wobei das eigentlich egal wäre. Okay. So. Jetzt, ich docke glaube ich erstmal hier ab. Entkoppeln. So. Und dann fliege ich das Zeug, das docke ich erstmal übergangsweise irgendwo an, wo es erstmal nicht stört. Zum Beispiel da. Das docke ich mal irgendwo an, was erstmal nicht stört. Also. Ah, ich hätte ACS-Fuel transferieren können, aber es ist nicht so tragisch. Es ist alles okay. Wir haben noch genügend da. Von hier steuern. Und Kamera wieder richtig ausrichten. So, docke ich erstmal da an und dann das verschrotten wir dann später noch. Würde ich sagen. Schöne Undock-Action. Jetzt sehen wir auch gleich, ob das funktioniert. Aber ich müsste eigentlich. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ist das.
Ich habe gelesen, dass es funktioniert. Funktioniert das in der neuen Version nicht? Nein. Das ist ja super doof. Das ist ja dann super doof. Irgendwo einen großen Adapter dran. Natürlich nicht. Der hier sieht groß aus. Oder ist der große, ist der kleine? Sieht der nur so aus? Dann bist du ein Junior. Okay, der sieht nur groß aus. Ich hätte kein Risiko angehen sollen. Och nee. Ach nee. Okay, wir müssen die ganze Rakete hier andocken erstmal. Und dann ein Modul hochschicken, mit dem wir ein paar Docking-Ports haben. Okay, gut. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das eben nicht. Schön. Also besser gesagt, falsche Steuerung. Besser gesagt, wir müssen zwei Module hochschicken. Also einmal ein Adaptermodul für das Ding. Und... warte mal. Das ist so ungewohnt von der anderen Seite. Also wenn man das sich anguckt, das ist echt doof. Aber es ist, was ist. Okay. Wer hätte denn das gedacht, dass das nicht funktioniert? Also ich hab's befürchtet, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe halt echt gedacht, eigentlich, weil es halt im Wiki stand, dass es funktionieren müsste, dass es funktionieren müsste. Aber gut. Aber man darf anderen Leuten einfach nicht alles glauben, ne? So. Okay, wir sind wieder angedockt. Alles klar. Gut, dann setzen wir das Ding hier mal als See. Und dann mal von hier steuern. Okay. Dachte ich mir doch, dass ich so weit nicht entfernt sein kann. Das sah doch schon recht gut aus. Hm? So. Oh Mann. Wer hätte das gedacht, dass das so ein Thema wird? Dauer der Ewigkeiten. Okay, dann, okay, oh shit, ich habe viel zu lange schon gespielt, tatsächlich sehe ich gerade, wir sind über einer Stunde, wahnsinnige Überlänge, oh shit. Okay, also in der nächsten Folge holen wir hier ein Modul hoch und dann docken wir mal, ja, das Modul eben da an. Das Doofe ist, dann brauche ich nochmal im Endeffekt so einen Kasten. Eigentlich kann ich mir dann einfach nochmal so ein Dingens bauen, der hier so Manövrierdingens halt. Thank you.
Und? Naja, es bounced hin und her. Irgendwann. Jetzt. Jetzt hat es sich verbunden. Wir sind eine Station. Wunderbar. Mit vollen Schrottteilen in der Mitte drin. Aber okay. Mit Antrieb und allem drum und dran hast du nicht gesehen. Ja, jetzt sieht es ja direkt aus wie eine Station. Ein Riesengerät. Okay. Ja, gut. Also. Merke. Die Großen verbinden sich nicht mit den Kleinen. Ich hätte es ausprobieren sollen. Nicht darauf vertrauen, was man liest. Ausprobieren. Okay. Also, wir bauen ein... Gott, wo ist das ganze Ding? Wieso? Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Dann schicken wir hier so ein Undock-Ding rauf und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ob wir nicht irgendwie was machen können. Also so ein Adapterteil. Also bis dahin, macht's gut.